Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Veloschkanal zu einer weiteren Folge FIFA 21. Wir werden heute noch ein bisschen in der Serie A vorankommen. Cagliari, Hellas gegen Atalanta werde ich selber zocken, habe ich Bock drauf. Ich denke, da mache ich noch Torino und Parma und... vielleicht bis Torino und das Pokalspiel können wir auch noch simulieren. Komm, machen wir auch noch. Ich würde sagen, heute 4 Spiele simulieren wir. Eins zocke ich natürlich gegen Atalanta, das Top-Duell. Da habe ich richtig Bock drauf. Wir werden hier auch mit unserer Top-11 spielen gegen Cagliari. Denn wir brauchen unbedingt jeden einzelnen Sieg hier in der Serie A. Und wir verkacken's. Morci, Zaniolo dann mit dem Ausgleich und Sanchez mit dem Treffer. Das darf dir halt eigentlich nicht passieren, dass du gegen Cagliari daheim verlierst. Na gut, nächster Gegner ist dann jetzt Hellas. So, jetzt hier gegen Hellas Verona hoffe ich, dass auch mit einer ganz leichten Rotation von Xavi, Simons, Tavares und Vardy und Co. das Ganze hier klappen wird, denn es wäre schon sehr, sehr bitter, wenn wir hier jetzt auch gegen Hellas nicht gewinnen. Tun wir aber Kamavinga und Loschenk mit den jeweiligen Treffern. Sehr, sehr schön, denn so ein Sieg war jetzt echt wichtig. Wir dürfen da die Champions League-Plätze wirklich nicht aus den Augen lassen. Denn wir müssen uns wirklich in der nächsten Saison dafür qualifizieren. Wir haben hier nochmal Nachrichten. Jamie Vardy, ja gut, sein Vertrag läuft aus. Das ist auch vollkommen okay so. Wir haben ihn ja auch wirklich nur für diese paar Monate geholt. Thuram hier, ich bin stolz auf dich. Und nachdem wir gesagt haben, wie stolz wir auf Marcus Thuram sind, würde ich sagen, gehen wir rein ins Duell, das ich selber zocke, und zwar gegen Atalanta Bergamo. Wir spielen gegen Atalanta wie folgt, mit Gianluigi Donnarumma im Tor, Romagnoli, Bonucci, Militao in der Dreierkette, heute mal ohne Koulibaly, Hernandez, Camavinga, Simons und Semedo im Mittelfeld, Zaniolo, ZOM und ganz vorne Jamie Vardy und Thuram. Xavi Simons gebe ich auch wieder das Vertrauen, der darf heute mal wieder ein bisschen zocken. Ich habe Bock auf den Jungen. Dann Kobel hier im Tor. Orban, Denayer und Wilmot in der Dreierkette. Toussaint, Parella, Neuhaus und Simon. Muriel, Barrow bilden hier hinter der Spitze Courtone den Zweierangriff, beziehungsweise bilden zu dritt dann entsprechend den Dreierangriff ganz vorne. Und das Game geht hier los im San Siro gegen Atalanta Bergamo. Camavinga auf Zaniolo. Nicolo Zaniolo. Zaniolo sprintet einfach mal durch. Boah. Gibt Elfmeter. Ganz, ganz nicer Start hier am Anfang. Für Atalanta natürlich das komplette Gegenteil. Willi Orban ist das, glaube ich, der sich beschwert, aber braucht er nicht. War ein klares Foul. Zaniolo tunnelt ihn da. Dann stehst du halt vor ihm. Gehst aber noch mit deiner Schulter rein. Ist ein Elfmeter. Und jetzt Thuram. Easy going. War zwar wirklich nicht gut geschossen, aber der Ball ist drin. Darum geht es hier am Ende. Und dann nach 3 Minuten steht es hier 1-0. Gegen ein starkes Team wie Atalanta ist es natürlich immer nice, wenn du relativ früh in der Partie einfach in Führung gehen kannst. Denn dadurch eröffnen sich dann natürlich immer und immer wieder mehr Räume, wenn der Gegner offensiver agieren muss. Der Ball war aber alles andere als gut geschossen. Also wenn der Torhüter einfach in die andere Ecke geht, dann hat er den auch. Aber Thuram macht sein 5. Saisontor, 1-0 Milan. Schauen wir mal, wie Atalanta da antworten kann. Den. Donnarumma, Mann. Junge, was ist das denn für ein Gegentor? Ey, das sah so aus, als hätte ihn Donnarumma. Deswegen habe ich auch nicht wirklich was gesagt. Es steht aber 1-1. Es steht einfach 1-1 nach diesem Eckball. Oh Mann, alter Donnarumma. Da sieht er richtig schlecht aus. Also da sieht er richtig, richtig schlecht aus. Das ist ein Ball, den musst du haben. Verschätzt dich komplett. Darf dir nicht passieren. Parella mit dem Treffer in der 7. Minute. Und die frühe Führung, die so schön aussah für Milan, ist nach diesem Patzer von Donnarumma schon wieder zunichte. Simon am Ball. Coutone, Barrow macht das richtig gut. Simon, Donnarumma hält den. Das war jetzt mal gut gemacht von Gianluigi Donnarumma. Jamie Vardy jetzt Kontermöglichkeit. Thuram lief da richtig gut und das könnte jetzt richtig gefährlich werden. Max Thuram. Thuram spielt den ab, aber nicht gut. Nicht gut, den hätte auch Vardy spielen müssen. Thuram mit Vardy hier im Doppelpass. Oh, der Pass war gut. Der Pass war richtig gut. Thuram knallt ihn rein. Nices Ding. Marcus Thuram mit seinem Doppelpack hier heute. Erst den Elfmeter, wenn auch nicht gut geschossen, reingemacht.
jetzt hier ein Tor, da kann er ruhig das Herzchen zeigen, wohin auch immer. Auf jeden Fall nice gemacht. Hier sehen wir Jamie Vardy, der perfekte Pass. Marc Thuram macht den Ball da richtig platziert und hart rein. Aller stark gemacht, der Franzose. Marc Thuram mit seinem 6. Saisontreffer kommt auch immer mehr im Tritt, muss man sagen. Trifft und trifft und trifft. Sieht auf jeden Fall wieder besser aus für uns. Luis Muriel. Neuhaus, die Grätsche war stark da im Mittelfeld. Und was macht denn hier Atalanta? Vardy sucht jetzt auch nochmal mit einem hohen Ball hier Thuram. Das könnte gefährlich wie Atalanta werden. Am Ende gibt es tatsächlich Eckball. Unnötiger Ballverlust da von Atalanta. Kammerwinge auf Xavi, Simons. Die Flanke. Ja, da wäre der Spieler von Milan sogar einköpfbereit gewesen. Barrow. Barrow hat es jetzt natürlich schwer, wird er einfach mal komplett umgehauen. Aber es war fair. Kammerwinge. Kammerwinger Schuss war nicht schlecht. Kann man mal so machen, oder? Sehen wir hier nochmal. Zieht den gar nicht mal so schlecht ab. Etwas zu hoch angesetzt. Trotzdem super Schuss von jungen Franzosen. Rossard jetzt hier beim Freistoß, den er da natürlich reinbringt. Und der wieder bei ihm landet. Rossard. Interessant nach hinten gespielt. So, den Angriff hier nochmal komplett neu aufgerollt. Kammerwinge. Simons. Simons auf Thuram. Der nimmt da jetzt Semedo mit. Nelson Semedo. Semedo flankt den Ball da fast zu Theo. Die Ecke. Da, Donnarumma, was machst du denn schon wieder? Was stimmt denn mit Gianluigi Donnarumma heute nicht? Junge, wozu hast du diese zwei Hände? Pack den Ball. Unnötig. Was ist denn mit ihm? Der Typ ist ein 96er Keeper. Was macht Gianluigi Donnarumma da bitte? Unbegreiflich. Unbegreiflich. Schon beim ersten Gegentor, da kannst du noch sagen, passiert mal, dass du da durchrutscht. Aber das? Du darfst die Hände nehmen. Der Gegner unter den Kopf, den musst du haben. Donnarumma kostet uns hier vielleicht wirklich den Sieg. Semedo. Tavares. Ja, so geht das auch nicht. Einfach durch den Gegner hin durchlaufen. Nee, wieder nicht. Loschek, jetzt vielleicht, ne. Dreimal scheitert er. Und jetzt hier Atalanta. Der Angriff ist nicht schlecht. Der Angriff ist alles andere als schlecht. Der Pass war auch richtig gut. Und das ist die Torhüter-Ecke, aber das war, glaube ich, abseits. Ja, ja, ja. Ist abseits. Ist abseits, Gott sei Dank. Also es wäre super bitter, wenn wir hier echt verlieren, ne? Sehen wir den Pass nochmal. Ja, korrekt. Steht da gute zwei Schritte im Abseits. Koulibaly. Oh, Junge. Du bist reingekommen, um die Abwehr weiter zu stabilisieren. Nicht dafür. Ganz schlechte Aktion von Koulibaly, der das jetzt hier nur mit einem Foul regeln kann. Ist natürlich dann doppelt bitter. Sehen wir nochmal das Ganze. Oder auch nicht, warum auch immer. Freistoß für Trossard. Oder Muriel. Trossard springt rüber. Muriel bringt den auch nochmal dorthin. Erstmal geklärt. Theo, nein. Es ist Trossard. Ey, wir geben dieses Spiel wirklich aus der Hand. Wir geben dieses Spiel wirklich aus der Hand. Krass, einfach nur. Die Fehlerquote ist zu hoch. Ey, die Fehlerquote ist einfach zu hoch. Hier nochmal irgendwie geklärt. Da kannst du halt nichts machen in dem Moment. Ne? Den versuchst du irgendwie noch zu klären. Der landet halt jetzt hier bei Trossard. Das ist bitter. Aber viel schwerwiegender sind halt die... Florian Neuhaus meinte ich natürlich. Es ist viel, viel schwerer wiegen natürlich einfach diese zwei eklatanten Fehler von Gianluigi Donnarumma. Und jetzt volle Offensive. Entweder wir gewinnen hier, beziehungsweise kriegen noch irgendwie das Unentschieden hin oder kassieren noch eins. Hutone. Hutone! Der Wahnsinn. Das ist ein
Das ist der Wahnsinn, dieser Abschluss. Ach, Mann. Das ist ein Spiel, das hätten wir so safe gewinnen müssen. Diese zwei Fehler von Donnarumma haben Atalanta diesen Sieg eröffnet. Dann dieser unglückliche Freistoß, da kommt der Ball halt zu ihm. Und jetzt haut hier Cotone einfach einen raus, der unhaltbar ist. Der einfach unhaltbar ist. Das ist Patrick Cotone, Ex-Milan-Spieler, 6. Serie A-Tor, die Entscheidung, 4-2 Atalanta. Aber bringt ja alles nichts, Atalanta gewinnt 4-2. So Leute, ich wollte eigentlich noch hier rein ins Duell gegen Torino. Und dann haben wir hier plötzlich ein paar Nachrichten. Und zwar ist die Transferphase angefangen. Wir sind nämlich schon im Januar, crazy irgendwie. Moise Kean ist auch auskuriert so langsam. Er kann also bald wieder eingesetzt werden. Und dann haben wir hier folgendes Angebot. Manchester City bietet 167,6 Millionen. Und Barcelona will Semedo back. Also Semedo auf gar keinen Fall. Aber so viel Geld für Thuram, da werden wir verhandeln. Da werden wir verhandeln. Also wenn wir es irgendwie schaffen, über 200 Millionen für ihn zu kriegen, dann werde ich Thuram verkaufen und werde mir da sonst was holen. Ist mir egal was, aber da wird auf jeden Fall was Dickes kommen. Ich fordere einfach mal 225 Millionen. Das wäre natürlich der Wahnsinn. Mal wir gucken mal, was sie dazu sagen. Das würde ich auch fast schon annehmen, ne? Machen wir mal 192,2. Das ist schon gut. Das ist schon gut, was sie bieten. 186,3, komm. Wollen sie nicht. Das heißt, Thuram bleibt dann erstmal bei uns. Das war natürlich ein krasses Angebot. Andererseits ist er auch unser bester Spieler. Das können wir uns ja auch mal kurz angucken. Er macht zumindest für uns die meisten Tore. Müsste er zumindest gewesen sein bisher. Wir können uns das ja kurz mal in den Statistiken angucken. Es wäre natürlich ein bisschen schwierig gewesen, jetzt einen Ersatz zu finden, deswegen bin ich da auch nicht so traurig, dass er bleibt, aber man sieht es ja, er ist unser bester Torschütze, 23 Spiele, 10 Tore, 4 Vorlagen, nicht überragend krass, aber trotzdem stark. Aber gehen wir rein jetzt in die letzte Simulation gegen Torino und danach gucken wir, wo wir in der Serie A stehen. Wir spielen hier gegen Torino direkt mal mit der Top-Aufstellung. Ich will gar nichts ändern, komm. Wir machen es einfach. Direkt mit der Top-11 rein hier ins Duell und gewinnen 3-0. Esposito, Thuram und nochmal Esposito. Also Doppelpack vom jungen Italiener. Und Thuram trifft auch direkt, zeigt eben, wieso, weshalb, warum ich ihn nicht abgeben wollte. Ist halt einfach der Spieler, der bei uns die Tore in letzter Zeit macht. Wir sind im Achtelfinale gegen Udine. Das wird dann in der nächsten Folge entschieden. Die Coppa Italia da. Will man natürlich auch weiterkommen. Ist auch noch ein Titel, den wir bisher nicht gewonnen haben. Ich will ja wirklich Serie A, Euroleague und Coppa Italia noch gewinnen. Wir gucken aber kurz in die Serie A-Tabelle rein und gucken, wo wir stehen. Platz 5. Platz 5 ist doch ordentlich. 2 Punkte hinter Inter, 5 Punkte hinter Lazio. Sieht doch okay aus. Wir sind in Schlagdistanz mit der Champions League. Ich denke, da ist noch einiges drin. Und ich würde mich auf jeden Fall erstmal von euch verabschieden. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Euer Veloz meldet sich ab. Und bye bye.